Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Wieder mit Schwester Katharina. Ich bin Olpa Franziskanerin und bete jetzt mit Ihnen den Morgenimpuls. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Und es regnet immer noch. Das ist ja für viele Menschen, so wie auch für mich, ziemlich zwiespältig. Wir wissen sehr genau, dass es in den letzten Jahren weltweit viel zu wenig geregnet hat und somit die Wälder verdorren und bei uns hier dem Borkenkäfer alle Macht gegeben ist. Und die Böden auch in vielen Regionen Afrikas völlig vertrocknen und immer mehr Menschen gen Norden ziehen, weil sie dort, wo sie leben, sich nicht mehr ernähren können. Und im Gegensatz dazu steigen die Starkregenfälle und die Überflutungen. Nicht mehr nur in Asien und Südamerika, sondern auch längst in Europa und ganz nah hier bei uns. Aber das ist dann die andere Seite. Es sind doch Ferien. Und die armen Kinder und Familien, die sich schöne Ferien auch hier zu Hause gewünscht haben und nun schon wochenlang Schlechtwetterprogramme erfinden müssen. Ferien und Urlaub haben bei uns etwas zu tun mit dem Gefühl von Sonne, Wärme, draußen sein, wandern, schwimmen, feiern, lauen Nächten und endlos langen Tagen. Im Sonnengesang, diesem wundervollen Lied des heiligen Franziskus, in dem er die einzelnen Dinge der Schöpfung, aber eigentlich damit den Schöpfer allen Lebens lobt, gibt es mitten in Sonne, Mond und Sterne und Erde eine kleine Zeile und die heißt: Herr sei gelobt durch Luft und Wolken und jegliches Wetter. Eine befreundete Frau, die sehr franziskanisch geprägt ist, hat nach der dritten regennassen Wanderung allen Ernstes gesagt, dass sie diese Strophe einfach nicht mehr singen will. Sie ist den Regen auch so leid. Und dann natürlich lachend meinte: Aber dann verdorrt mein schöner Garten oder ich muss jeden Tag gießen und das wird teuer. Einen regennassen Juli hatten wir in unseren Breiten schon so oft. Und wir wissen schon, dass die Erde und die Wälder das Wasser dringend brauchen. Also nehmen wir es, wie es ist, und machen noch ein paar Tage Regenprogramm, freunden uns an mit Luft und Wolken und jeglichem Wetter und bleiben voll Hoffnung auf die Sonne, die ja da ist und auch wieder zum Vorschein kommen wird, auch wenn es im Moment regnet und regnet und regnet und regnet. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.